Selten hört man von Leuten Geschichten darüber, wie sie so richtig gescheitert sind, wie sie die letzte Prüfung verkackt haben oder wie sie einen wichtigen Termin verpasst haben. Einer, der sich das Thema angenommen hat, ist Captain Flap. Er ist nämlich Pro-Failer und sitzt hier im schönen Stuttgarter Westen. Und da schauen wir jetzt mal rein. Ah, da ist er, der Captain Flap. Ihr seid pünktlich, das ist jetzt schon mal der erste Fehler. Das ist Quatsch, damit kann man nichts anfangen. Leute, wir sind nicht bei der Handwerker. Das muss nicht im Wasser sein, Freunde. So ist besser. Ich bin der Captain Flap. Der Captain Flap, das steht für Fail Like a Pro. Ich bin Autor und Berater. Berater mit Triumphgarantie. Mein jüngster Erfolg hier, die versuchen seit 2007. Ich sag jetzt mal, hallo zweite Liga, es hat geklappt. Das ist Fail Like a Pro. Und dafür stehe ich. Und außerdem stehe ich auf dem Blog, und zwar auf meinem eigenen. Der heißt Fail Like a Pro. Und den kann man lesen auf der Seite Badabang. Da haben die freundlichen Menschen mir eine Plattform geboten für meine professionell failen Tipps. Das ist ein Erfolg, das sieht man schon, weil ihr mich gefunden habt und jetzt da seid und mir Fragen stellt. Captain Flap, wie bist du auf die Idee gekommen, Scheitern als Kunstform anzusehen? Also unter uns? Natürlich, weil ich die Welt verbessern will, das ist klar. Und es ist leichter, wenn man sich schlechte Sachen anguckt, daraus zu lernen, als bei guten Sachen. Ein Beispiel, du machst einen Kuchen, der Kuchen ist lecker, du isst den, dein Freund sagt, der ist gut. Der kann aber nicht sagen, warum der jetzt genau gut ist. Wenn du jetzt aber einen Kuchen machst und du machst da Nägel rein, dann wird dein Freund sagen, oder der Typ, der den isst, da sind Nägel drin. Das ist der Grund, warum der Kuchen nicht gut ist. Kapiert ihr das? Kann jeder Pro-Failer werden? Klar, jeder, den ich berate, wird automatisch Pro-Failer. Das ist alle entscheidende Frage, was muss man tun, um Pro-Failer zu werden? Wie scheitert man richtig erfolgreich? Ja, das ist gut. Jetzt, ich merke gerade, ihr seid alle ein bisschen gestresst und angespannt. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine kleine Maßnahme, dass ihr euch ein bisschen lockert, weil hier eine Interviewsituation muss auch richtig scheitern. Wir trinken erstmal einen Klaren, und zwar alle. Sorgt für Entspannung. Ich sag mal Prost. Okay, nach dem Schnäppel sind wir jetzt ganz schön entspannt. Was können wir denn noch tun, damit wir richtige Pro-Failer werden? Ja, das ist eine gute Frage. Mir ist vorher noch was anderes aufgefallen. Und zwar der Akku. Der ist voll. Das ist natürlich Quatsch. Maximal halber Akku, ne? Damit Dynamik ins Spiel kommt, sonst drehen wir morgen noch. Des Weiteren, Weißabgleich. Leute, das ist Käse. Macht den so. Schön blau. Das entspannt den Zuschauer, damit er sich richtig auf den Beitrag einlassen kann. Und nachdem wir das ganze Visuelle angeguckt haben, was gibt es denn noch, was wir denn richtig falsch machen können? Gute Frage. Ton ist auch falsch. Wir wollen ja hier einen realistischen Raumklang einfangen. Das sind die Ohren vom Zuschauer. Die sind offensichtlich nicht 2 Zentimeter von meinem Mund, sondern zu Hause an den Geräten. Das simulieren wir, indem wir das Mikrofon weg von uns stellen. Und zu guter Letzt, ganz wichtig, Blende. Sag mal, das ist schon mal gut, nee, Stolperfalle, super. Okay. Die Blende machen wir zu. Dann ist alles scharf und der Kameramann hat nämlich viel mehr Zeit, sich auf andere wichtige Dinge zu konzentrieren. So, der Captain Flap ist weg und wir können die Blende wieder aufmachen. Wir von Stufe haben heute ganz schön viel gelernt, wie wir das nächste Mal einen Fernsehbeitrag richtig schön falsch machen. Ich würde sagen, wir sind geflappt und ich gehe jetzt feiern und mache heute nichts mehr für die Hausarbeit. Das habe ich heute gelernt. Tschüssikowski!